In diesem Video soll es darum gehen, wie man rein quadratische Gleichungen lösen kann. Quadratische Gleichungen sind unser neues Thema und zum Start zeige ich euch einfach mal ein paar von diesen Gleichungen. Ja, also es kommt ein Quadrat vor mit x, also x im Quadrat und Zahl. Und ich glaube, ihr könnt diese Gleichung sogar schon lösen. Deshalb versucht mal diese Gleichungen hier zu lösen. Ihr könnt auf Stopp drücken und so viele Gleichungen wie möglich hier lösen. Ich hoffe, ihr konntet viele von den Gleichungen lösen und jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Nicht so schlimm, wenn ihr nicht alle knacken konntet, aber ein paar werdet ihr wahrscheinlich geknackt haben. Schauen wir uns eine einfache Gleichung an. X² ist gleich 16. Naja, wie war das nochmal bei Gleichungen lösen? Was muss ich da eigentlich machen? Naja, ich möchte wissen, welche Zahl kann ich für das x einsetzen, damit die Gleichung stimmt. Und ich glaube, jedem wird jetzt aufgefallen sein, naja, wenn ich hier die Wurzel ziehe aus der 16, dann kriege ich auf jeden Fall eine Lösung. Ja? Wurzel macht ja das Quadrat sozusagen zunichte und dann müsste ich hier dastehen haben einmal 4. Und tatsächlich 4 ist eine Lösung von der Gleichung. Wenn ich 4 einsetze, dann kriege ich 4 Quadrat, was 16 ist. Also passt, 4 ist eine Lösung, super. Aber nicht die einzige. Man kann auch minus die Wurzel aus 16 nehmen, das ist minus 4. Und wenn ich minus 4 einsetze und minus 4 quadriere, ja, das bedeutet, ich rechne minus 4 mal minus 4, dann kommt auch 16 raus. Das heißt, auch minus 4 ist eine Lösung dieser Gleichung. Und wir sehen, eine quadratische Gleichung kann zwei Lösungen haben. In unserem Fall einmal 4 und einmal minus 4. Schauen wir uns eine zweite Gleichung an. X² ist gleich 0. Die Gleichung ist sehr einfach zu lösen. Die hat nämlich die einzige Lösung 0. Ja, es gibt nur die 0 als Lösung. Weil Plus und Minus 0 ist eben immer 0, das heißt, ich finde keine zweite Lösung, nur eine. Das kann auch passieren bei quadratischen Gleichungen, dass ich genau eine Lösung habe. Schauen wir uns noch eine dritte an. X² ist gleich minus 25. Hier gibt es keine Lösung. Diese Gleichung hat keine Lösung. Warum nicht? Naja, wenn ich eine Zahl quadriere, kommt immer etwas Nicht-Negatives raus, also eine Zahl größer gleich 0. Insbesondere kann keine negative Zahl herauskommen. Ja? Irgendwas mit irgendwas ist immer Plus oder 0. Das heißt, minus 25 ist nicht möglich. Und jetzt sehen wir schon drei verschiedene Fälle, die auftreten können. Eine quadratische Gleichung kann zwei Lösungen haben, so wie hier. Sie kann genau eine Lösung haben, so wie hier. Oder sie kann auch gar keine Lösung haben. Das ist wichtig, sich das zu merken. Schauen wir uns jetzt noch eine etwas kompliziertere Gleichung an. Wir haben die Gleichung 2x² minus 9 gleich 41. Um diese Gleichung zu lösen, verwendet man ein wichtiges Prinzip. Das Prinzip der Trennung von Zahlen und Variablen. Das heißt, wir versuchen, alles, was mit Zahlen zu tun hat, auf die eine Seite zu bringen und alles, was mit der Variable x zu tun hat, auf die andere Seite. In dem Fall hier ist es nicht so schwer. Das erste, was wir machen, ist plus 9 rechnen. Dadurch bekommen wir diese 9 auf die andere Seite und haben 2x² gleich 50. So. Das Einzige, was uns hier jetzt noch stört an dem x, was da dran hängt, ist die 2 hier. Das heißt, wir teilen durch 2. Und haben da stehen, x² ist gleich 25. Jetzt haben wir es auf der Form wie vorher und können einfach durch plus minus Wurzel ziehen die beiden Lösungen dieser Gleichung bestimmen. Das ist einmal x1 gleich Wurzel 25, was 5 ist, und einmal x2 gleich minus Wurzel aus 25, was minus 5 ist. Ich hoffe, ihr konntet das gut verstehen.